Heute mache ich Seesongenfisch, gebratener Seesongenfisch. Ich habe so eine Haut ab, aber ich zeige das noch einmal. So, man schlitzt dann in der hinteres Fenster ganz vorsichtig die Haut abziehen. Ich muss achten, dass dann halt die Fleisch nicht mit abgezogen wird, sonst gibt es keinen Seesongenfisch. So, damit das schön aussieht, Kopf abschneiden. Dann die feine Grete. Man kann ja auch mit Messer oder mit Schere abschneiden. Seesongenfisch hat wirklich eine ganz feine Grete. Wenn man die richtig frittiert, dann kann man, glaube ich, auch mit Grete essen. So, das sehe ich natürlich aus, ob ich dann mit Stoff schneide. Zweite Fisch. Ja. Und dann. So sieht es aus. Und dann wollen wir die Darm entfernen. Die ist ja nicht so groß. Also vorsichtig einfach schneiden. Und dann mit Finger so entlang abziehen. Dann ist ja auch der Fisch sehr sauber. Die andere Seite, die hellhäutige Seite von Fisch habe ich den nicht die Haut abgezogen, weil ist ja so fein. Nur die dunkle ist ein bisschen sandig, daher so sieht das aus. Ist der. So, Kohlrabi auch vorbereiten. Ich werde mit Fisch und Kohlrabi Creme, Gemüse oder wie soll ich das bezeichnen? Einfach so würfeln, nicht so fein, auch nicht so grob. Mundgerecht, dann habe ich Salz und Ingwer in Wasser, dann Lauchzwiebel, dann Petersilie vorbereiten. Also die sind Salz und mit Ingwer habe ich die Kohlrabi darin gekocht. Für 10 Minuten vorgegaren. Dann habe ich Knoblauch, eine asiatische Knoblauch, die ist immer groß, habe ich natürlich groß verwendet, dann Zwiebeln dazu, alles vorher schneiden. Dann nebenbei habe ich auch noch die Abfall von der Gemüse und für den Fisch, wollte ich das halt als Brühe nachher, brauche ich. So, die Kohlrabi ist es schon gar. Dann würde ich jetzt in Butter schwingen mit Knoblauch und Zwiebel und Lauchzwiebel. Ich habe gerade getrunken. Ja, dann mit Kräutersalz. Bisschen Kräutersalz verwende ich am meisten, wenn ich koche, weil Pfeffer, Spanisch Pfeffer und das weiß ich, was von allen Gewürzen drin. Man kann ja auch Salz herstellen. Und das ist natürlich besser. Dann weiß man, welche Gewürz man braucht. Ja. Und zum Beispiel Bärlauchsalz, das ist auch gut. Ein bisschen umrühren. Dann kam die Kohlrabi, die ist so halb gar. Kohlrabi, man kann ja auch die als roh essen. Und das schmeckt auch gut. Also Salat oder so. Al dente kochen, also Salat verwandeln. Also diese Kohlrabi, was ich jetzt so bereite, die ist wirklich bombastisch lecker. Und dann mit Sahne dazu. Und dann kam noch also die Curry. Und Paprika dazu. Edelsüß Paprika habe ich benutzt. Ja, und Curry. Man muss alles kalkulieren, je nachdem, welchen Geschmack man hat.
Dann habe ich noch etwas Salz dazu gegeben. Himalaya-Salz, na gut. So sieht das jetzt aus. Dann lasse ich sie mal langsam köcheln. So, das ist meine Filet. Wenn ich sie mit Wild Garlic, oder wie nennt man das, diese Dinge, Paprika, Salz. Würzen und etwas Curry. Curry, das schmeckt immer gut für Lachs und Fisch. Nicht alle Fisch, aber überwiegend Lachs oder diese Oliven. Öl dazu bei den Seiten, damit etwas mariniert. Das sieht jetzt schon so lecker aus. Kannst du gar nicht vorstellen, dass ich so einen Appetit bekomme. Und dann etwas Mehl streuen oder Speisestärke. Diesmal habe ich Speisestärke benutzt. Und etwas kloppen. So, ich wollte ja halt Fisch, ein knuspriger Fisch haben. Und richtig goldbraun braten. Daher. Also bei den Seiten habe ich Mehl gegeben. Erstmal handwaschen. So, Butter habe ich schon geheilt. Dann lege ich die Fisch jetzt. Das dauert nicht lange. Das ist jeweils bei der Seite so ungefähr 2 Minuten. Habe ich noch Knoblauch dazu gegeben. Für Geschmack, ne? Und dann die Zwiebel. So. Also jeweils von der beiden Seiten so ungefähr 3 Minuten, 4 Minuten, so sieht das aus, schon goldbraun. Darf nicht zu heiß, die Pfanne sonst verbrennt. So, jetzt sind wir natürlich schon fertig. Dann habe ich die Kohlrabi. Ah, ich habe vorhin die Kohlrabi probiert, das ist vielleicht lecker. Wirklich sehr lecker. Also wenn ich nächstes Mal Kohlrabi so bereite, dann mache ich so wie diese Art, weil es schmeckt wirklich gut. Braucht man keine Kartoffeln, braucht man nicht mal einen Fisch dazu. Nur Kohlrabi und Kartoffeln. Also die Kartoffeln, wie üblich, kocht man die 20 Minuten, je nachdem wie groß man ist. So, voilà, sind wir schon fertig. Und dann die Soße, die Brühe, die ich mit Wein gemischt habe und dann in der Fischpfanne wurde gebraten. Und so sieht das aus mit Lauchzwiebel und Petersilie benutzt, dazu gegeben für leichte Soße für Fisch. Wir wollen nicht, dass der Fisch nur noch von der Soße ertrunken. Und dann halt die Kohlrabi, teilweise Kohlrabi-Soße habe ich ja auch für die Kartoffel. So wie du jetzt siehst in dem Video. Und als wir das gegessen, der war bombastisch lecker. Das kannst du gar nicht vorstellen, wie das so gut geschmeckt. Also, und dann ja, ein paar Petersilie dekorieren. Dann sind wir soweit. Dann wird gegessen. So sieht es aus. Wenn man weiß, wie man das macht, dann ist er gut.